So, und damit hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 5. Folge Lee vs. Tim. Ja, dabei haben wir den Lee. Was geht? Und heute haben wir mal keine Abstimmung gehabt, wir haben uns einfach mal was ausgedacht. Und zwar, ein paar haben mir Kommentare geschrieben, laufen von meinem GTA rum und töten ein paar Leute oder so. Und wir haben uns einfach eine Challenge ausgedacht. Und zwar, wenn wir gleich 10 Minuten haben, um einfach ohne durch Missionen einfach rumzulaufen oder rumzufahren durch die Stadt und so viel Money wie möglich, also Bargeld wie möglich zu sammeln. Ey, wir jetzt noch einmal ganz kurz unser Geld einzahlen. Oh sicher, ja, sicher genau. Doppelt, ich weiß nicht, ob ich noch rechts habe. Jedenfalls, also wir können ja, wie man weiß, einen Wagen verkaufen in Los Santos Customs. Sollte man einen guten finden und sonst... Ich habe kein Geld, okay. Doch. Fuck, ich habe $30. Ich kann das aber nicht einzahlen, weil es zu wenig ist. Egal, ich ziehe es am Ende ab. $32, merke ich mir. Okay, ja, man kann halt Läden ausrauben und die Sache ist die, wenn man stirbt, verliert man halt Geld und... Ja, wir gucken, wer innerhalb von 10 Minuten am Ende am meisten hat. Ja. Yep. Stoppst du die Zeit, oder? Wir machen es einfach mal am Handy und blenden es dann am Ende ein, oder? 70% Akku müsste ausreichen. Passt schon. Sagen Stopp-Timer einmal auf gute 10 Minuten stellen. Ich würde sagen 3, 2, 1, go. Okay, los geht's. Damit gilt die Challenge... Wo fahren wir jetzt zuerst hin? Wir sind auf jeden Fall in eine private Lobby gegangen, dass jetzt nicht Spieler kommen und uns abfacken, aber... Ach, eine spezielle Regel muss ich noch erklären, und zwar, wir dürfen einmal in der Folge Lester anrufen. Das Geld wird ja von unserem Konto abgezogen, deswegen dürfen wir das halt einmal machen, um unsere Sterne zu entfernen. Aber der Rest der Zeit müssen wir mit unseren Sternen leben. Ja. So, jetzt einmal kurz... Also, wie sieht denn dein Plan so aus? Was machst du gerade so? Also ich fange jetzt mal, um dich zu zitieren... ganz gediegen damit an, ein bisschen Geld hier auf der Straße zu sammeln. Ich habe erstmal gerade ganz gediegen 900... okay, alles ganz ruhig bei dir. Ich komme nicht raus, nice. Ich habe 3 Sterne. Gut gemacht, ich habe 2. So kann man das... Wie viel Kohle hast du? Ich habe... Ich benutze jetzt einfach mal meinen Kuruma, nicht weil du keinen hast, ne? Ich habe einfach mal einen Helikoptermarsch jetzt. GG. Sonst hätte ich halt einfach hingehen können, gepanzerter Wagen und dann no problem, aber ja. Wie viel Kohle hast du schon? Wie viel Kohle hast du schon? Ach, das sag ich dir jetzt nicht. Nein, ich habe schon $200 fast. Ich habe keinen schlüssigen Reifen. Scheiße, das habe ich noch zu kaufen, das Upgrade. Fuck. Hey, ich nehme mir random Wagen von der Straße. Der ist besonders schnell, muss ich an der Stelle sagen. Oh fuck, ich habe keine Zeit. Warte mal, wo ist irgendwas, das ich machen kann? Ja, jetzt willst du auch unterwegs. Da. Ich hab keinen Reifen mehr. Warte, ich muss kurz. Ich hab die Police am Sack. Jo. Wie lange haben wir noch? 8 Minuten noch. 8 Minuten? Okay, boah, ich habe ja schon viel geschafft in der Zeit. Jetzt habe ich eh schon 2 Sterne, das Alter, ist nicht mehr so schlimm. Jetzt muss ich aber schnell hier raus, bevor die Police mir richtig hart am Sack klebt. Alter, mir klebt gerade die Police. Oh, fuck. Sofort erschießen, Wo ist meine Barty? Wo ist meine Barty? Junge, wieso spawnt die Barty genau da, Alter? Okay, wie viel hab ich? Bitte viel. Instant, 1000 Dollar auf meinen Nacken. Okay, let's go. Oh, verdammt. Oh, fuck, ich sterbe, ich bin tot. Ich bin auch gestorben. Gut gemacht. Ich bin auch gestorben. So, wie viel hab ich noch? Jetzt hab ich keine Sterne mehr. Wie viel hast du? Warte. Leute, wie viel habe ich? Mein Geld nicht angezeigt. 1000, okay, 1000, easy. Oh shit. Wieso hast du 1000, Alter? Oh Mann. Ich muss. Ah, ich hab noch 600, Alter. Ich muss irgendwo hin. Ich muss dahin. Ich kann meine Barty nicht mehr, meine Barty gestohlen, sozusagen gestohlen. Wie lange haben wir noch? 6 Minuten, Jungs. Scheiße, Mann. Wir haben nichts geschafft in der Zeit. Doch, einmal zu sterben. Oh, Mann. Oh, bitte, lass uns gleich nicht instant 5 Sterne kriegen. Oh, fuck. Ich verschwende aber auch so viel Zeit, ne? Was für 600 Meter? Das Ding ist ein halbes Jahr entfernt. Oh, shit. Wo ist der Dude? Da ist der Dude. Stirb. Oh shit. Komm, bitte. Auf mich wurde ein...
Ich glaube, ich töte dich jetzt einfach. Nein! Wieso? Hä? Hast du auf mich Kopf? Nein. Unbekannt! 9000 Dollar! Also, wenn ich dich jetzt töte? Wir haben nicht gesagt, dass das nicht geht. Ja, weil ich nicht auf die Idee gekommen bin, dass irgendwelche Randoms in GTA Online, die nicht Spieler sind, Kopfgeld auf einen aussetzen können. What the fuck? Damit habe ich auch nicht gerechnet. Aber wir haben kein Spiel dafür gemacht. Tim, wo bist du? Du bist ein Hurensohn. Ich habe einen Heli am Arsch, nicht ernsthaft schon wieder. Ich auch. Jetzt habe ich einen scheiß Heli am Arsch. Ich geh mal gucken, wo du gerade bist. Da kann ich die Sneaky von hinten anschleichen. Digga, wo bist du auf der Map? Ich hab einen T20, du kriegst mich nicht. Wenn ich mal wüsste, wo du bist, aber ich hab gerade einen Plan. Wie unnötig, da ist einfach mal 50.000. Wie kann man schnell abhauen hier, Alter? Man bekommt immer instant 3 Sterne. Und die Polizei hat mir 3 Sterne an jedem Arsch, egal an jedem Ort. An jedem Arsch? Ja. Okay. Bei 3 Sternen, egal wo du bist, die Polizei ist schon dort. Ja, Mann. So, jetzt schnell, bitte, bitte, bitte sei viel wert. Was hast du verkauft, einen Wagen? Nein, ich doch nicht. Fuck! Wie hast du? Wie cool hast du? Ja, immer noch gleich viel. Hä? Noch 1000. Ja. Wer ist das, was verkauft denn gerade? Wie warst du jetzt? Sag mal eine Zahl. Ja, 1000 noch was. 1000 noch was. Es kann 1200 sein, es kann 1700 sein. 2000. Und ich hab einen Helikopter am Arsch. Ich hab tatsächlich 2000. Oh ja. Wieso kommen die Cops? Ich hab 50 Cops hinter mir. Jetzt hätte ich 800 Sterne. Ich hab aber nur 3. Ich muss erstmal von den Cops aufhören, bevor ich irgendwas machen kann. Ach, weißt du was? Scheiß auf mein Leben. Wie sagt es so schön, no risk, no fun. Obama, Obama! No risk, no fun. Wie viel Kohle hast du? Oh, ich hab so wenig Kohle, Alter. Mehr als 5000. Echt? Ich hab schon meinen Wagen verkauft. Ich muss dringend noch meinen Wagen verkaufen. Wie lange haben wir noch? 3 Minuten. Nein, ich hab einen Stern. Fuck. Ich hab 3, also halt mir die Klappe, würde ich sagen. Wo muss ich hin? Wo kann ich hin? Ah! Da fahr ich jetzt hin. Wo fahr ich jetzt hin? Scheiße! Stress. Okay, ich mach die Line da. Stop! Stop the car! Wenn du stehen bleibst, stirbst du, genau. Ja, das ist immer richtig sinnvoll. Get off your fucking car! Und dann steigst du aus und dann töten sie dich. Wenn das mal die echte Polizei auch so machen würde in Deutschland. Hey, vor allem, die Cops schießen auf einen, bekommt natürlich direkt instant viel Schaden. Ach. Ich hab keine Reifen mehr. Ah, es ist göttlich, keine Reifen mehr. So viel Schaden. Ich fahr mit irgendeinem random Mustang von der Straße, also heul du nicht rum. Ich würd sagen, GG für deinen schönen Punkt. Warum? Hey, wenn du jetzt noch einen 8000 Wagen holst? Alter, immer der gleiche, den man hier töten muss. Komm, bitte gib mir viel. Bitte. Oh, auf meinen Nacken, ja. Du musst nichts mehr machen, GG, du hast gewonnen. Warum? Wie lange haben wir noch? Noch eine Minute. GG. Wie warst du? Sag ich dir dann, wenn die Minute zu Ende ist. Ja, ich hab 1000. Ja, hol dir noch einen Wagen. Ja, ich kann es machen, weil die Cops am Arsch hängen. Und ich kann nicht reingehen, weil da steht, Du kannst Lester anrufen. Ja, aber das kostet wieder Geld. Und das will ich nicht machen. Ja, aber das kostet ja nicht von, kostet ja von deinem Konto. Ja, weil ich jetzt eigentlich eh gestorben bin. Das ist nicht verdringend. Okay. Ah, oh, shit. Ich bin am Arsch. Ah. Oh. Nach 42 Sekunden, 41. Okay. Wie lange haben wir noch? 26 Sekunden. Okay, ich schaff den Laden noch.
Ah ja, du kannst dir ganz gediegen Zeit lassen. Du kannst auf jeden Fall sterben. Es ist eine Laterne auf mich gefallen. Ah, das ist so schön, wenn man nichts hat, da kann man einfach so sinnlos sterben. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und damit ist der Timer geschlossen. Und wie viel Geld hast du? Ich bin gerade gestorben. Ich weiß nicht, ob das noch zählt. Wir werden es im Video sehen. Jetzt habe ich nur 8017. Ja, Mann! Oh, Alter! Wie viel hast du? 9116. Ich weiß nicht, ob denn mein Tod noch drauf ist, aber okay. Ich habe mir so Zeit gelassen, weil ich dachte, du hast eh verloren. Wie viel hast du vorher? Ich weiß es nicht, Vielleicht habe ich auch nichts verloren. Ich denke mal, Ja, ich weiß es nicht. Du bist jetzt entscheidend für den Punkt. Ich denke mal, du kriegst den Punkt. Ich glaube nicht, dass ich über 9000 hatte. Ich bezweifle es sehr. Ich hatte 8500 oder so. Ich glaube, du hast gewonnen. Junge, ich habe diesen einen Wagen verkauft, der hat 8000 eingebracht, dieser eine Wagen, Alter. Ich habe mit meinem Wagen nur 3800 eingebracht. Junge, ich dachte so, ich hatte 1,5k. Ich dachte so, oh, scheiße, ich habe verloren. Verkauft dieses Wagen, ist jetzt so 7,9k. Ich dachte so, ja. Ah, scheiße, okay. Ja. Es gut, dann steht es 3-2. Nächste Folge fick ich dich, dann steht es wieder unentschieden. Nächste Folge kannst du mich... Machst du wieder eine Abstimmung? Ja, ich würde sagen, die Leute können abstimmen, beziehungsweise schreibt in die Kommentare. Oder hast du eine Idee für die nächste Folge? Also doch, wir könnten in der nächsten Folge die Spezialfahrzeugrennen machen. Wärt ihr dabei? Ja. Stimmt mal ab, ob ihr die wollt. Und wenn nicht, dann schreibt in die Kommentare, wenn ihr was anderes wollt. Ja. Und wir sehen uns spätestens nächste Woche. Wenn es wieder heißt, Lee vs. Tim. Ciao.